Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, wir nähern uns dem Ende der Videoserie Fremo-Treffen Treska Muckern 2023. Wir sind jetzt beim Teil 7, es wird noch ein Teil 8 geben und beide werden sich mit der Schmalspurbahn beschäftigen, auch wenn jetzt hier wieder der Windbergzug vorne im Bahnhof Clausthal steht. Im Hintergrund haben wir dann schon die Schmalspurfahrzeuge. Hier in Clausthal ist dann sozusagen, naja, Spurwechsel, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Auf jeden Fall werden dann die Regelspurwagen, also die Regelspurgüterwagen, muss man dazu sagen, die Frachten für die Schmalspurbahn haben, auf die Schmalspurbahn aufgerollt und dann zu der entsprechenden Betriebsstelle gebracht. Ja, hier sind wir schon mitten im Geschehen. Wir haben eine 6K, die hier mit einem Güterzug rangiert. Wir haben hier diese aufgerollten Güterwagen. Ich sage das immer aufgebockt, aber sind ist ja keine Rollbockbahn, sondern das sind ja komplette Wagen, auf die die Güterwagen hier aufgerollt werden. Das ist jetzt ein Rangierfahrt. Ja, der wird jetzt hier über die Weiche fahren und dann nochmal zurück und dann hier entsprechend den Rest des Zuges noch ankuppeln. Es sind also hier drei tschechische Wagen, die hier etwas für die Schmalspurbahn bringen, unter anderem Kohle. Da ja die Kohlebergwerke hier im Arschwang in dem tschechischen Teil liegen und da natürlich dann bevorzugt durch die tschechischen Wagen eingesetzt werden. Wir springen mal etwas weiter vor, damit die Sequenz nicht so lang wird. Und wir haben hier noch zwei Schmalspurwagen, die also in Clausthal beladen wurden. Und da muss man in dem Fall natürlich keine Regelspurwagen auf die Rollwagen befördern, sondern nimmt natürlich gleich Schmalspurwagen, wenn sie also im Schmalspurteil beladen werden. Es gibt ja dann noch die Möglichkeit des Umladens. Das ist also in den früheren Epochen gemacht worden. Also gerade Epoche 1, da hat man sich dann, da waren Arbeitskräfte noch deutlich billiger. Da hat man ein paar Leute mit der Schaufel hingestellt und die haben dann hier da die Wagen umgeladen. Na, also in der Epoche 3 und 4 kennen wir es bloß noch von der sowjetischen Armee. Die haben das dann auch so gemacht. Soldaten dahingestellt, die dann die Kohle mit der Schaufel dann ausgeladen haben, wenn man den dort dann den Kohlewagen hingestellt hat. Ja, Soldaten kosten halt nichts, die sind ja eh da. Ja, deshalb hat man das dann so gemacht. Man hat keine Technik eingesetzt und was auch immer. Ja, das sind dann so die kleinen Geschichten am Rande. Ja, inzwischen fährt unser Güterzug, der hat jetzt seine Rangierarbeiten beendet. Der fährt jetzt hier aus. Und das ist ein bisschen im Schleichtempo. Das ist wieder die Schmalspurbahn. Da wird unterwegs Blumen gepflückt. Oder auch nicht. Güterzug wahrscheinlich eher nicht. So, ich habe den dann leider nicht weiter verfolgt. Also hätte natürlich auch hier jetzt schauen können, wie der jetzt in den Unterwegsstationen dann die Wagen zugestellt werden. Na, die haben ja diese Kuppelstangen hier dazwischen, die werden dann wieder ausgekuppelt und dann irgendwo an der Ladestelle gestellt. Das war leider von der Zeit her
nicht möglich, da ich ja nicht nur zum Film da war. Hm. Aber trotzdem schöne Bilder. Genug mit dem Güterzug, wir haben unsere nächste Szene. Ne, wir haben hier einen Personenzug, der sich hier durch eine Betriebsstelle bewegt mit einer 4K. Ja, und den typisch sächsischen Personenwagen. Hier haben wir den Bahnhof Garsedach. Ich gehe mal davon aus, dass es gibt ja einen Bahnhof Garsebach und da war auch eine Schmalspurbahn, dass das hier so ein bisschen nachempfunden ist. Dass man aber nicht 1 zu 87 nachbauen wollte und deshalb hier den Namen ein bisschen abgeändert hat. Ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich Possendorf in Ossendorf umbenenne, aber letztendlich ist dann doch Possendorf geworden. Und ja, es ist auch. Das machen wir halt jetzt so. Ja, hier gibt es dann diverse, also das, die Kuppelei hier ist ein bisschen kompliziert, das ist nicht grundsätzlich kompliziert, es gibt verschiedene Kupplungssysteme in H0E, was das ja hier ist, ne? Also das Vorbild ist, hat eine Schienenbreite von 750 mm, also wie das bei den meisten sächsischen Schmalspurbahnen zumindest in der heutigen Zeit üblich ist. In der früheren Zeit gab es da mal zwei Ausnahmen. Ja, und da gibt es halt verschiedene Systeme. Das ist sozusagen wahrscheinlich das, was am Vorbild am nächsten dran ist, aber auch mit der Pinzette und mit irgendwelchen Magneten und hier irgendwelche Bolzen reinstecken. Das ist, ja, das ist schon nicht schlecht. Ne? Das ist schon ein bisschen aufwendiger, als man das sonst von der Modellbahn kennt. Ich weiß, ich muss Jens fragen, ich gucke anders. So. Ja, hier war in Garsedach war das Problem, dass hier sozusagen der ganze Bahnhof voller Züge stand, beziehungsweise voller Wagen und die beiden Loks nicht so ohne weiteres umsetzen konnten und deshalb sozusagen sich gegenseitig ihre Züge zurecht rangiert haben. Ja, was sehr kompliziert ist, ja. Warte mal, das ist irgendwie jetzt. Ja. So, hier haben wir wieder unseren Personenzug, den wir vorhin hatten, der jetzt hier so weit, ne, ich hätte mal gesagt, so weit frei ist, dass er, ne, er macht eben auch eine Rangierfahrt, ich dachte, er fährt jetzt aus. Jawohl, so langsam aufdrücken. Also auch hier ist das die Fortsetzung des Rangiervideos aus dem letzten Teil. Für die Rangier-Interessierten. Ich vermute mal, dass die jetzt hier diese Güterwagen übergeben von einem Zug auf den anderen. Das hoffe ich zumindest, dass das jetzt so ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für jetzt die Leute, ich meine, die sitzen da, müssen ja jetzt noch im Wagen sitzen, ne? Also da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen die Vorbildkenntnis. Die müssen jetzt eigentlich noch im Wagen drin sitzen. Für die ist die Rangiererei, ich meine, im Hotel sitzen sie ja eh drin, ne? Man sieht es ja. Aber für die ist die Rangiererei natürlich auch nicht so angenehm, wenn es dann immer mal rumst, ne? Wenn er irgendwo, also zwar sachte, aber immer noch. Also ich kenne das noch von früher, als wenn dann. Zu DDR-Zeiten dann im Leipziger Hauptbahnhof, also stand der Zug ist eingefahren, die Lok stand natürlich dann hinter dem Zug und dann kam eine zweite Lok, die praktisch vorne angekuppelt wurde, das hat immer gerumst. Ne? Also wenn man da nicht vorbereitet war, ist man auch mal erschrocken. Dann wurde die hintere Lok abgekuppelt und
Dann ist der Zug ausgefahren aus dem Bahnhof und ja, die Lok blieb erstmal stehen und ist dann, hat sich dann entweder auf den Weg ins BW begeben oder hat dann, ist dann praktisch an den nächsten Zug dann den nächsten Zug übergegangen. Ist er dann auch wieder mit dem Rums an den Zug gefahren. Ja, hier haben wir die beiden Güterwagen, die jetzt gerade, wo der eine gerade übernommen wurde von dem anderen Zug. Ja, das ist eben auch so immer ein bisschen sportlich, der Fahrplanmacher, der denkt sich dann sowas aus, dass es dann nicht so einfach wird. Ja, dass das ein bisschen, ja, dass dann das Zugpersonal auch mal vor ein paar Probleme gestellt werden. Die sich dann überlegen müssen, wie sie das jetzt so korrekt zurecht rangieren. Das ist also auch hier auf der Schmalspurbahn passiert, da ich nicht Schmalspurbahn gefahren bin. Ich habe nur gefilmt. Ich hätte wahrscheinlich auch ein Problem mit der Kuppelei. Und wie üblich in meinen Videos haben wir natürlich auch noch viele Bilder. Wir beginnen mit einer 5K, wer sie nicht kennt. Ich habe sie ja vorher ja ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Das soll der Nachfolger der 4K sein, ist allerdings die von der Konstruktion her nicht so günstig gewesen und ist also in der Epoche 3 nicht angekommen. Na, statt der 4K, die also bis zum heutigen Tag unterwegs ist, meistens als Museumslok auf manchen Strecken, aber eben noch als die dort verfügbare, einzig verfügbare Maschine. Ja, hier ein Gebäude und ein Gewässer, eine Straße mit Pferdewagen, auch sehr schön gemacht. Und hier sieht man dann, dass auch diese Module nicht für unsere Epoche gebaut wurden. Ja, ich weiß nicht, sieht so ein bisschen aus, es gibt so eine kleine Auseinandersetzung. Polizeikontrolle, da haben wir hier einen Getränketransporter, der hier angehalten wurde, hier halt der Polizist. Das Auto ist auch sehr schön, das ist ein alter EMW. Das ist ja lange her, dass der als Polizeiauto unterwegs war. Hier nochmal den Getränketransporter, wo der Polizist gerade hier irgendwas aufschreibt, was da falsch gelaufen ist beim VfB Sachsenbräu Leipzig. Hier eine schöne Gartenszene, das meiste war dann aber leider auf einem Modul, wo ich jetzt hier keinen Namen dazu habe, weil er einfach nicht in der Zeichnung steht und ich jetzt auch, naja, aus Zeitgründen jetzt auch nicht nachgefragt habe, also das hätte man schon rauskriegen können, aber ich wollte jetzt auch das Video, die Videos jetzt mal vom Tisch haben, ihr habt lange genug drauf gewartet. Ja, ich hoffe, ihr seht mir es nach. Und es gibt ja immer noch die Kommentare, wo man es reinschreiben kann. Ne? Ihr kennt den Spruch, ne? Schreibt es in die Kommentare. Erstens ist das ein Austausch zwischen mir und euch und zweitens pusht es das Video. Ja, auch hier natürlich, ne? Nicht Epoche, es ist für die Epoche 4 gebaut oder 3 oder 4, wahrscheinlich mit der Polizei eher 3. Na, viele Sachen aber gehen auch in der 4. Ja, und mit dem Bild sind wir wieder am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ja, macht was draus.